Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Dioramenbau-Tutorial. Es geht diesmal um ein kleines Diorama. So schaut die Platte aus. Ja, das Ganze soll ein Betriebshof in Maßstab 1:87 werden. Ich bin jetzt gerade dabei, den Unterbau anzufertigen. Das ist ganz einfach. Dazu machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. Ja, und zwar messen wir das Ganze hier mit einer solchen Latte aus. Das ist ganz einfach. Ne? Wir nehmen einfach die Breite von dem Diorama und zeichnen es eben an. Wie gesagt, ich mache das den Unterbau hier mit solchen kleinen Kanthölzern. Da habe ich jede Menge von. Ne? So schauen die beiden aus. Und wie gesagt, das Ganze soll ein ganz kleiner Betriebshof werden. Vorne kommt eine Straße vor. Nebenbei versuche ich mal so ein Reliefhaus zu bauen. Und wie gesagt, das Ganze soll entweder kommt hier der 21K drauf. Das ganze Ding kommt dann in die Vitrine. Die ist ja groß genug, die ich oben in meinem Büro stehen habe. Und ja, wie gesagt, ich mache noch mal einen kleinen Cut hier. Ja, wie gesagt, ich säge das Ganze jetzt hier in die dementsprechende Länge. Ne, das mache ich mit meiner kleinen Stichsäge hier. Einfach ansetzen und einfach dann auf Maß schneiden. Wie gesagt, das wird für den Unterbau dann werden. Das Ganze brauchen wir zweimal. Ich mache noch mal einen kleinen Cut. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier, wenn man mal sehr schön sehen kann, angezeichnet. Das schneiden wir dann noch mal ab und dann haben wir die beiden Längs- oder die beiden Querversteifungen für das Dio schon fertig. Die sind jetzt beide gleich lang, wie gesagt. Ne? Die kommen jetzt eben dementsprechend auch verschraubt oder ich benutze Nägel dafür, weil das Dio halt nicht so groß ist. Ja, wie gesagt, ich nehme dafür für diese Holzstäbe nehme ich jetzt einfach normale Nägel. Das heißt, ich werde da nichts verschrauben, weil das ist ja kein großes Diorama. Apropos großes Diorama, die große Erweiterung im 1:50 Bauhof, die muss ich auch noch mal versteifen, weil die biegt sich so etwas durch. Das gefällt mir nicht. Und die wird so ein bisschen, da kommt vielleicht eventuell eben, ich habe hier noch eine Dachlatte stehen, da kommt dann eben eine Versteifung noch rein in die Mitte. Ne? Wird seitlich festgeschraubt und dann sollte das eigentlich wieder funktionieren. Ja, wie gesagt, ich habe hier jetzt die beiden ich habe jetzt hier eben, wie gesagt, die beiden Querversteifungen gemacht fürs Dio. Jetzt kommen die beiden Längsversteifungen und einer kommt hier noch in die Mitte dann dementsprechend, damit das Ganze ausgesteift ist, auch vernünftig. Ja, wie gesagt, das eine Teil habe ich schon jetzt vernagelt. Wenn ich das mal umdrehe, so schaut es aus. Wie gesagt, das dient zur Versteifung. Ich benutze, ich hoffe, man kann es sehen, kleine Nägelchen habe ich genommen dafür. Das mache ich ganz einfach. Und zwar nehme ich dazu eine Pinzette. Ich habe hier so ganz dünne Nägelchen. Die greife ich einfach so mit der Pinzette jetzt. Kann ich mal kurz demonstrieren. Lege es drauf. Hammer es fest. Pinzette beiseite und zack, ist das ganze Ding feste. Ein bisschen versenkt habe ich die, weil kommt ja sowieso Erde drüber. Ne? Und das Ganze machen wir jetzt auf der Seite mit dem Teil. Und dann kommen eben die beiden Längsverstrebungen und noch eine mittlere Verstrebung. Dann hält das Ganze auch besser, ne? Und biegt sich letzten Endes nicht durch wie beim anderen Dio oben. Da werde ich es aber auch noch mal reparieren. Das wird, gefällt mir so nicht, ne? Wird halt ausgesteift noch mal. Ja, ich mache hier noch mal einen kleinen Cut. Ja,
Ich habe jetzt eben hier noch eine, wie man sieht, hier eine Querverstrebung eingebaut. Genauso muss ich es dann auch bei dem Dio oben nochmal machen halt. Wie gesagt, das ist die fertige Dio-Platte hier. So schaut sie aus, ne? Mit Querverstrebung jetzt. Ja, jetzt fertigen wir erstmal die Gipsteile an. Dafür, für die Umrandung des Betriebshofs, nehme ich meine Gipsmauern in 1:50. Da habe ich mir, das habe ich euch ja auch schon mal gezeigt, wie ich diese Silikonform selber herstelle. Oder ich kann es euch auch noch mal zeigen. Wie gesagt, ich habe einmal, wie gesagt, das von Troll Factory Silikon Kautschuk. Und zwar ist das einmal die Basis und einmal der Katalyst. Ne? Das wird 1:1 zusammengemischt. Ne? Und da könnt ihr dann eben euch die Silikonform draus machen. Habe ich aber auch schon mal ein Tippvideo hier auf meinem Channel gemacht. Ja, dann machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. Ich gieße die Teile aus Modellgips jetzt. Ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie gesagt, ich habe schon mal ein wenig hier jetzt, bin ich am Gipsteile gießen. Hier sieht man das so, das ist meine Gipsgießecke. Ein Teil davon habe ich schon gegossen. So sieht das dann aus. Ne? Wie gesagt, das ist so meine Gipsgießecke. Da steht auch noch ein altes N-Haus. Hier oben habe ich noch ein paar Kirchen stehen. Und an dieses Ding gehen wir auch noch ran. Wie gesagt, ihr seht da ist einiges kaputt, was repariert werden muss. Hier gehört auch normalerweise der HC drauf. Ne? Aber an dieses Dio, da machen wir auch noch mal ein separates Dio-Rahmenbau-Tutorial. Ne? Wie gesagt, das kommt demnächst nach oben. Ja, wie gesagt, ich gieße jetzt hier die Teile. So sehen die, wie gesagt, aus dann. Ne? Die werden halt doppelseitig beklebt dann. Ne? Das heißt, die sind auf der einen Seite, Rückseite flach. Werden immer zwei Stück aneinander geklebt. Und ja, das wird die Ummauerung für das Dio. Dementsprechend, ich könnte den Gips jetzt auch dementsprechend einfärben in Grau. Das geht auch. Mache ich auch mit der Erde, habt ihr ja schon gesehen. Hier mache ich es anders, hier streiche ich die selber grau an. Und ja, wie gesagt, so schaut das aus. Ja, und wie gesagt, ich habe nochmal das H0-Pendant hier rausgeholt. So in der Art und Weise wird das Dio ungefähr. Ich habe keine Skizze dafür angefertigt, wie gesagt, das Reliefhaus. Hier können wir noch den Straßennamen. Wie gesagt, der steht hier unten im Keller. So ungefähr will ich das bauen. Auch mit dieser Ummauerung hier eben. Ne? So wird das dann aussehen, wenn es fertig ist. Halt nur in H0. Ne? Das kommt dann hier an der Stelle, steht dann der Connector normalerweise. So ungefähr soll das aussehen. Ja. Jetzt werden die ersten Gipsteile hier eben, so sehen sie aus, grau gestrichen. Ich habe hier schon graue Farbe da. Die werden jetzt erstmal grau gestrichen. Anschließend werden sie etwas mit etwas grüner Tamiya-Farbe XF26 etwas gealtert noch. Dazu kommt etwas schwarz noch dazu. Also sprich XF1 und mit etwas XF2 noch ein bisschen die Konturen rausgearbeitet. Das zeige ich euch aber gleich. Wie gesagt, jetzt habe ich hier mir erstmal graue Farbe angemischt und dann werden die Teile erstmal grau lackiert. Das sind natürlich noch nicht alle Teile, die ich hier habe. Ich habe gerade hinten noch welche gegossen. Und dann werden die Teile zusammengeklebt. Das zeige ich euch gleich noch. Machen wir hier einen kleinen Cut. Und dann schauen wir uns, sehen wir uns nochmal gleich. Ja, wie gesagt, ich bin noch am Lackieren.
Das ist jetzt erstmal die Grob-Lackierung. Ich hoffe, man kann das sehen, sehr schön. Ist erstmal die normale graue Lackierung, dann wird mit Grün etwas bearbeitet, also wird trocken angepinselt, wie man es nennt, damit so ein bisschen Struktur auch entsteht, und das sieht ja eigentlich so viel zu neu aus. Ne? Wie gesagt, wird mit Grün bearbeitet, trocken gemalt, dann mit etwas Schwarz und etwas Weiß noch dazu. Ansonsten, ja, guckt mal auf meinen Video-Channel, da die beiden Dioramen für den Liebherr TK8 und für den Liebherr Form 6. Da habe ich diese Mauerteile auch gealtert. Da habe ich mal so ein paar Bilder gemacht. Schaut da einfach auch mal rein. Ja, ansonsten sehen wir uns gleich wieder, wenn ich etwas weiter bin. So, hier könnt ihr schon mal ganz gut den Unterschied sehen, und zwar einmal hier, da habe ich sie etwas grün angestrichen. Das Ganze nennt sich Trockenpinseln und anschließend schön mit Schwarz nochmal bearbeitet. Wie gesagt, das Ganze, da kommt jetzt auch ein bisschen Weiß. Ich pinsel das Ganze, wie gesagt, trocken, wie man hier schön sieht. Das heißt, ihr pinselt nur ganz, ganz wenig Schwarz drüber, dass es dann so aussieht. Und wie gesagt, das ist noch nicht alles. Das ist mit Weiß so ein bisschen wird dort noch gemacht. Ja, damit die Mauer halt dementsprechend ein bisschen natürlicher aussieht. Ne? Ein bisschen gealtert, weil so wie hier oben, das wirkt zu neu. Und so sieht das doch schon auch ganz gut aus, finde ich. Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder. Ja, wie gesagt, so sehen die Teile jetzt aus. Ne? Sind doppelt beklebt. Links und rechts sind sie weiß, ist klar, weil da die Stützen noch dran kommen. Die werden auch doppelt geklebt. Die habe ich jetzt noch nicht gealtert. Da sind die Stützen und halt wie gesagt die Gipsteile, die gealterten. Ja, machen wir noch weiter. Ich werde jetzt noch ein paar Gipsteile gießen eben und anschließend sehen wir uns wieder. Die werden dann wieder gealtert und wieder dann letzten Endes aufgeklebt. Dann kommt der Bürgersteig schon und ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal wieder. So, ich habe jetzt erstmal die Mauerteile hier oben fertig gemacht. Die sind ja wie gesagt zusammengeklebt. So sehen die aus. Die sind, können ruhig an der Seite weiß sein, denn wie gesagt kommen dann so die Pfosten davor. Die Pfosten hier sind auch dementsprechend doppelt. Und so sieht das Ganze dann aus. Da kommt oben drauf noch eine Spitze dann. Ne? Wie gesagt, dann habe ich hier schon mal Holzstücke. Die kennt ihr vielleicht noch. Daraus habe ich die Platten für die Dioramen, für die Erweiterung für die große gemacht. Die werden jetzt hier so aneinander gelegt. Und dann kommt hier der Gehweg hin. Ne? Wie gesagt, wird das Ganze noch ein bisschen erhöht. Ich weiß nur nicht, ob das zu dick ist. Ne? Ich habe jetzt erstmal, nehme jetzt erstmal die Holzstücke. Muss ich mal gucken, ob ich noch dünnere finde vielleicht dafür. Ja, kleben wir jetzt einfach mal den Gehweg auf und danach die Mauer. Und ich denke, danach sind wir mit dem ersten Teil hier dann auch fertig. Ne? Dementsprechend. Und dann im zweiten Teil geht es dann an das Reliefhaus, was auf dieser Seite hinkommen soll. Eben, ne? Und wie gesagt, dann geht es peu à peu weiter an die Begrünung, ne, mit der Erde und so weiter. Aber erstmal, wie gesagt, machen wir jetzt das hier mit den Gehwegen. Und dazu machen wir nochmal einen kleinen Cut. Ja, wie gesagt, ich zeige euch das mal mit der Mauer. Das ist ganz einfach. Ich habe hier schon angefangen. Den Gehweg habe ich schon mal fertig gemacht.
Ich zeige euch das jetzt mal ganz einfach mit der Mauer. Als nächstes hier hinten kommt ein sogenannter Zwischenpfeiler hin. Das ist ganz einfach. Da nehme ich hier etwas Weißleim, den ich mir hier aufs Brettchen gemacht habe. Tu den mit einem Kaffeerührstäbchen hier drauf. Und dann setze ich das Teil hier ganz vorsichtig an die Mauer an. Passe das an so ein bisschen. Wie gesagt, hier oben drauf kommen noch Spitzen. Eben. Dann kommt als nächstes wieder ein Mauerteil. Darauf ist natürlich auch zu achten, dass die Mauer schön winklig steht, gerade. Ja, das ist ganz wichtig. Denn hier zwischen kommt halt jetzt noch ein Grünstreifen mit bisschen Wildwuchs. Vielleicht kommt auch noch ein Verkehrsschild hin. Schauen wir einfach mal. Ja. Wieder ein bisschen eingestrichen, wieder drauf getupft, das Ganze. Und dann angeklebt. So. An der Stelle kommt das Tor jetzt hin. Ja. Deswegen setzen wir einen Pfosten, lassen eine Lücke in dem Fall, so dass ein LKW da durchpasst. Zum Beispiel so. Und dann setzen wir den nächsten Pfosten hier hin, so dass ein einziges Mauerteil noch dazwischen kommt. Oder Moment mal, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich dieses Mauerteil nicht weglasse, hier hinsetze und dann die Mauer hier fortsetze. Oder das Tor etwas breiter mache. Eben so. Und dass da auch ein LKW durchkommt. Ja, so ganz gefällt mir das nicht. Oder ich lasse es tatsächlich so. Nein, der will jetzt nicht halten. Macht aber nichts. Drehen wir einmal. So, sitzt. Und dann setzen wir hier die Mauer längs. Dann wird das Nachbargrundstück halt dementsprechend kleiner, ist aber auch nicht schlimm. Setzen wir hier einen Pfosten wieder hin. So, zack. Teil dahin. Hätte ich doch noch etwas länger lassen müssen. Dann kommt da der Pfosten hin. So, dann geht es hier hinten hoch. Und es kann sein, dass ich ein Teil kürzen muss, tatsächlich. Aber ja, das ist ja nicht schlimm, das sieht man nicht. So, da kommt das eine Teil hin. So, zack. Und dann geht es hier halt dementsprechend hoch. Ich hatte schon Angst, dass ich zu wenig Mauerteile aus Gips gefertigt habe, aber es sieht doch ganz gut aus, muss ich sagen. Darauf auch wieder achten, dass die Mauer schön gerade ist. Und vielleicht kann man sie hier hinten auch schräg machen, ne? Je nachdem. Dann wieder das nächste, dann erst wieder der nächste Pfosten. Ein Schritt, war wohl schon wieder ein Schritt zu weit. Ne? So. Feste kleben. Dann das nächste Mauerteil. Ja, wenn wir ein Mauerteil kürzen müssen, das machen wir dann mit einem Dremel. Auf keinen Fall mit der Säge oder irgendwie sowas. Das ist nicht schön.
Das sieht auch dann nicht so schön aus. Ja, vielleicht haben wir Glück und es passt. Ja, passt nicht ganz, aber ich glaube, ich lasse das so. Da müsste ich einen Millimeter abschleifen. Das machen wir eben. Machen wir nochmal einen Cut. Wie gesagt, da das Ganze nur Millimeter ist, werde ich jetzt eine Holzraspel nehmen. Ne, eine alte, und das Teil einfach abschleifen auf das gewünschte Maß, weil Millimeter, da brauche ich nicht den Proxon-Dremel nehmen. Ich schleife mir ganz einfach ab. Ein bisschen den Staub runter. So. Raspel beiseite, einmal gucken. Und es passt. Nochmal ein Cut. Ja, wie gesagt, hier könnt ihr nochmal sehr schön sehen, wie es jetzt aktuell aussieht. Ich habe ein paar Mauerteile zu viel gegossen. Das macht aber nichts. Die kann man noch weiter benutzen. Ja, wie gesagt, hier kann man auch sehr schön die Gehwege sehen nochmal. Ne? Ja, so schaut's aus. Ja, ich hoffe, der erste Teil hat euch schon mal gefallen. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns im zweiten Teil wiedersehen. Im Anschluss, wie immer, wie ihr es von mir gewohnt seid, ein paar Detailbilder noch. Ne? Im zweiten Teil machen wir das dann mit der Erde. Ne? Und dann schauen wir... sehen wir uns dann wieder. Ja, macht es gut. Bis dahin. Ein kleiner Videosequenz noch hinten dran. Und zwar die kleine Stellprobe mit dem 21K wollte ich euch nicht vorenthalten. Also dem zukünftigen Kran, der hier drauf stehen wird. So schaut's aus. Ne? Den kennt ihr ja schon. Der wird dann auf dem kleinen Betriebshof stehen. Ja, das soll es wieder gewesen sein. Wir sehen uns dann in einem weiteren Video wieder. Macht es gut. Bis dahin. Und im Anschluss natürlich noch Detailbilder.